Guten Abend, liebe Fans. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu diesem weiteren Livestream. Endlich am 16. Mai. So ist es. Und wir wechseln auch gleich auf Hochdeutsch. Ich habe schon gesehen in den Kommentaren, ihr schaut auch aus Deutschland und von überall aus der Welt zu. Das freut uns natürlich sehr. Wir sind immer super gespannt, wer alles zuschaltet und so. Und von dem her würde ich auch sagen, gleich ein Grußwort auf Französisch. Bonsoir! Bonsoir tout le monde! C'est un plaisir de vous accueillir pour ce Livestream. Voilà, t'es prêt, Fatou? Presque. Presque. Okay. Oh. Les Bernois un petit peu, oui. Voilà, anglais. Yes, of course, ladies and gentlemen. Welcome to this live stream, another one, and yeah, I think we are quite ready, Mike. Yes. Yes. For sure. For our first song. Yeah. Es wird ein Edelweiss. Yeah, we picked an oldie. Out. A really old one. Enjoy it. Beaucoup de plaisir. Natürlich auch so seine Lieblingsmelodien intern. Und ich habe auch gerade so ein bisschen im Chat gelesen, ihr fragt nach Kevin, ihr fragt nach dem zweiten Bruder. Kevin ist immer noch in der Auszeit, er ist momentan in Kanada und wir haben dann noch eine kleine Überraschung, aber wir dürfen jetzt noch nicht alles verraten, liebes Publikum. Ja, was soll ich sagen? Und dann fährt noch einer heute Abend, wir sind nur zu viert. Ja, Urs, unser Akkordeonist, fehlt. Erst die Dritten, zu dritt, zu viert. Zu viert, dann haben wir nur noch vier. Genau. Voilà, c'est comme ça. Nous sommes un petit peu nerveux, parce qu'on a préparé aussi des duos.
Par exemple, avec toi, maman. Avec moi. Avec, au piano. Genau. Si vous avez envie d'entendre une balade, voilà. Le ton, aujourd'hui, naja, trompé, ceci, c'est un son. Mais peut-être vous avez envie et le temps de nous accompagner pour aller à la montagne. Et Park, c'est la chanson Park, c'est. Park, c'est. Oh! Oh! Un bon, petit fait... pause pour toi, Fatou. Ben oui. Merci bien. Ladies and gentlemen, this song is called Bergsee, so Lake of the Mountain, Mountain Lake, wie auch immer. Yeah, it's quite a love song, yeah, we could say, yeah. Love song for Melanie. Enjoy it. Ja, und das bringt mich natürlich gerade auf die Gedanken,
Si vous avez envie d'entendre plus de vidéos de la musique de notre famille, c'est facile de s'inscrire sur notre chaîne YouTube. Genau. Vous pouvez voilà, seulement faire comme ça, ou en anglais c'est subscribe. Ich denke, das ist am einfachsten. That's just simple. If you give us a like, a thumb up, or Mike, your English maybe is better for subscribe ist very easy. Genau, wenn ihr uns folgen wollt auf YouTube, wir machen immer wieder mal Livestreams oder es gibt neue Videos, Jams hier aus der Stube. Wir haben ganz viele Ideen noch. Ihr könnt uns einfach folgen. Wir sagen schon jetzt vielen, vielen Dank und ihr könnt uns auch gerne mit euren Wünschen oder Ideen bespicken. Wir nehmen das gerne auf. Ob es dann immer gleich zum Resultat kommt, das klar, hängt auch ein bisschen vom kommt Termin. Kommt auch, wenn du vorhin abends mit Zeit zu mir begann. Ja. Genau. Auf jeden Fall, ich hoffe, ihr versteht mich und wir wechseln in den Sprachen hin und her. Ja. Kommt gut. Genau. Saludos, amigos. Auch hier, wo Spanisch reden. Yeah. Muchas gracias. Immer wieder schön. Muy bien, muy bien. Gracias. Muy bien. Genau. Das ist ja besser, wäre gut. Ah, was heißt gerade fort? Genau, das haben wir schon beantwortet. Buhe, ja. Schuhe, Jodle, ich entre einen Jodler. Oh, voilà. Schauen wir mal noch. Do you speak Poland? Sorry. Not yet. Genau, das wäre eine Aufgabe für später. Sehr schön. Liebe Leute, wir haben noch einen Zeitplan hier parat. Und zwar wollen wir euch ja berichten vom Privala. Am Sonntag ist die 47. Privala-Verleihung über die Bühne und wir haben dort dürfen so einen schönen Stern entgegennehmen. Ich nehme ihn jetzt mal vor. Der neueste, ja. Oh, Fetto, hast du den mal? Er ist schwer. Wir haben auch gewonnen in der Sparte Jodel und wir haben bereits in vielen Sparten dürfen so einen Privalo entgegennehmen. Es ist eine riesengroße Ehre und ich möchte mich im Namen von uns allen nochmal ganz, ganz herzlich bedanken für diese Ehrung, für den wunderschönen Preis, für eure Treue. C'est vraiment génial d'avoir ce prix encore une fois pour la quatrième fois déjà. C'est vraiment génial à la catégorie Jodel. Privalo, genau, Privalo heisst der Stern, die Verleihung. Gesamtschweizerisch. Ist eigentlich sozusagen jeder der, den man irgendwie kennt. Ja. Ja. Super schön. Showszene Schweiz verliehen. Das ist ein Big Honor. Really famous Privalo. Privalo, ja. Ja, Privalo. Genau. Thank you so much. Merci infiniment pour ça. Wir sind sehr stolz. Manchmal fehlen einem fast Worte, um das wirklich beschreiben, was da für Emotionen sind. Ja. Du hast schon zum 12. Wenn ihr gerne noch ein paar Fotos sehen möchtet von der Preisverleihung, auf Instagram und Facebook gibt es diverse Bilder, auch auf unseren Kanälen, auch auf privalo.ch findet ihr schöne Fotos. Vielleicht haben einige es sogar live gesehen, es wurde auch ausgestrahlt, live auf Blick TV zum Beispiel. Ja, wir sind sehr stolz und bedanken uns herzlich. Danke, danke, danke. Danke. Liebe Grüße, David. Merci. Oh. Sehr schön, freue mich riesig. Wunderbar. Dankeschön. Griffaus zurück. Thank you. Ja, liebes Publikum, wir haben eine kleine Überraschung für euch. Und zwar haben wir ja schon gesagt, Kevin ist momentan noch in seiner Auszeit. Er ist in Kanada. Kevin, il fait une pause, il est au Canada, en ce moment-là. On a demandez Kevin pour faire un petit message pour vous et je pense que c'est maintenant.
liebe Freunde und Fans, ich hoffe, euch geht es allen gut in der Schweiz. Ich schicke ganz liebe Grüße aus Kanada, genauer aus Nord-Alberta, aus Eaglesham, genau. Ich freue mich wieder, wenn ich zurück bin. Es ist der 7. Juli 2022 Zürichfest und dann natürlich nicht vergessen unser Festival, das zweite Hotshop-Festival in Oberlangenegg, 8. und 9. Juli. Ich freue mich, bis dann, habt eine gute Zeit, habt die Ohren zu lang, genießt sie, habt den Frieden. Und einfach da muss Frieden sein. Yeah. Stimmt, genau. Also die Botschaft ist natürlich auch ein bisschen symbolisch, weil der Kevin beim Privala bei der Verleihung am Sonntag nicht dabei sein konnte. Natürlich gehört der Preis auch ihm, den wir auch als ganzes Team dürfen entgegennehmen. Das ist sehr ein gutes Stichwort. Ja. Teamwork. Es sind noch viel mehr Leute beteiligt, die da zu diesem Erfolg beitragen. Darum und merci allen zusammen für das. Ja, das grosses Dankeschön. Und vielen, vielen Dank. Thank you so much for your Trinkgeld in unserem YouTube-Kessel. Dankeschön. Merci. Danke vielmals. Vielen, vielen Dank. Merci beaucoup. Kevin hat noch das Thema gesehen. Hotshot-Festival. Genau. Die Flyer gibt es auch digital bei uns. Das hat man sie. Ja. Tada. Am 8. und 9. Juli. Genau. Bei uns in ihrer Heimatgemeinde in Oberlangenegg. Bei uns zu Hause. Genau. Wir freuen uns ganz fest auf ein cooles Wochenende mit viel Musik, mit vielen Überraschungen, mit der Musikgesellschaft Oberlangenegg, mit Kinderschminken, mit einem mega, mega coolen Brunch, wo sie, das ist so cool, da müssen sie ewig anstehen letztes Jahr. Und das machen wir das ja sicher nicht mehr so. Aber er wird auf jeden Fall cool. Ja, ich würde sagen, ich will noch ein Lied singen, hier bin ich daheim. Ja, stimmt, der George ist ein Gast, du sagst ja. Genau. Ja, liebe Leute, es ist ja so, der Urs Meier gehört mittlerweile einfach zu uns, die Dritten. Bei den Live-Konzerten legt er sich immer voll in die Tasten und er hat auch eine kleine Botschaft für euch. Ja, liebe Ösch-Fans, hallo miteinander. Leider kann ich nicht an dem Livestream mit dabei sein. Ich bin hier in meiner Akkordeonfachwerkstatt am Arbeiten, am Stimmen. Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem ein paar unterhaltsame, lustige Minuten. Auf dem Weg schicke ich euch liebe Grüße, alles Gute und bis bald. Ciao miteinander. Ja, vielen Dank, Urs. Ein lieber Gruß ins Nidwaldische. Und wir freuen uns bereits. Morgen geht es einfach weiter bei uns in Anons, La Bria, mit einem schönen Chiron de Jeunesse, Mike, sage ich es richtig? Ja. Ich glaube es, gell? Grosses Zelt. Machen wir Party dort. Am Donnerstagabend sind wir im wunderschönen Hotel, im Grand Hotel Giesbach. Am Samstag sind wir in Martigny. Und am Sonntag ist unser Fan-Tag, wo ganz viele von euch wieder werden dabei sein. Legendär. Le programme est intensif, fait toi. Il faut... Samedi et dimanche, c'est fête de la bière. Voilà. Doucement. C'est très dur, cette semaine. Il faut garder un petit peu d'énergie pour dimanche. La journée des fans, c'est toujours un highlight pour tout le monde. C'est super cool de vous voir une fois en vrai comme ça, live. Man kann ein bisschen zusammen reden, man kann sich ein bisschen. Thank you, Tony. Merci beaucoup. Thank you. Thank you so much for all your dance. Thank you so much. Und wenn das Wetter ist dann ein schön mit Sonne scheint, musst du vielleicht einen Hut anlegen. Das ist das Stichwort. In unserem Fanshop, meine Damen und Herren, gibt es auch wieder neue Sachen. Endlich gibt es auch wieder neue Fancaps. Wir haben heute sogar einen hier. Ich zeige euch den mal. So. Sehr schön. Cool. Passt der dir? Verstellbar. Mir passt der ganz gut. So, zum Beispiel. Und wir würden gerne jetzt so ein Fancap verlosen. Genau, machen wir. Wir haben uns eine Wettbewerbsfrage überlegt. On a pensé de faire un petit concours pour vous, pour gagner cette casquette. Voilà, merci, Fatou.
Voilà, j'ai préparé la question. Quel prix avons-nous gagné dimanche dernier? Si vous saviez, si vous saviez la réponse, il faut écrire un email. Et puis, voilà, on va tirer au sort. Cette semaine, Mike, on a dit, hein? In dieser Woche werden wir aus allen richtigen Antworten, die per E-Mail bei uns eintreffen, diesen schönen Fancap verlosen. Mam, du darfst gerne noch die, die Frage wiederholen in anderen Sprachen. Ich schreibe hier mal ein bisschen die E-Mail. Quel prix avons-nous gagné dimanche dernier? Mike, en anglais. What prize you won last Sunday? Okay. What is the name? What is the name? This prize. Yeah. En español. ¿Qué premio ganamos el domingo pasado? Oh, what? Und auf Bandage, die was noch nicht verstanden haben, was haben wir letzten Sonntag für einen Preis gewonnen? Der. Der. Letzten Sonntag, was haben wir für einen Preis gewonnen? Genau. Wie gesagt, genau. Als Mail. Mit der Antwort info at us, ist übrigens gerade im Chat. Super, könnt ihr gerade im Chat schauen und wir hoffen auf viele gute Antworten. Genau. Voilà, si vous aviez besoin encore quelque chose des informations von dir. So ist es, und es gibt noch etwas Neues im Fanshop, da bist du so Fan. Da bin ich fett Hunger, da hat uns fast alles ausgetrunken. Sehr schön. Wasserflasche, eine Wasserflasche für auf die Bühne, also für uns auf die Bühne, für euch, für die Freizeit oder immer könnt ihr dabei haben. Es ist echt Glas. Mit geht auch für Bier. Geht auch für Bier. Ja, wenn ihr jetzt vielleicht lieber ein bisschen Schnaps oder so. Und das ist so in einem Neoprenanzug, sagen wir jetzt. Es ist echt Glas. Und dann kann man das so, wenn es umgeht, geht es nicht kaputt. Aber für das Neopren, für das Augen brauchst du hier nicht etwas. Das ist Neo, das, wir sehen dem Neopren. Das ist echt eine echte Glasflasche. Nicht hängen. Tipptopp, super Sache. Sehr schön, genau. Mit dem Logo Östi Dritten. Genau, ein bisschen Werbung darf sein. Tipeu de la promo, c'est génial. On a préparé la prochaine chanson. The next song is ready and it's a next duet with these two guys, ladies and gentlemen, with Fatu and my brother Mike. I love his voice and I'm looking forward to singing this song for you. Hey, babe. Homesick. Si on a envie de retourner à la maison. Homesick. Genau, homesick. In English homesick. Arme Blut, dies mit dir rettet, sind du
uns aber jung ist. Ja, weil er das jetzt kennt, gell, wo er lange Zeit hat. Ja, genau, ja. Etwas Tränen vergießen. Ja. Vielen Dank. Merci für all die schönen Kommentare. So schön. Freut uns sehr. Merci beaucoup. Danke. Ah, c'est super. Vraiment génial. Merci beaucoup. Oui, voilà, c'est bientôt l'heure de dire merci et au revoir à la prochaine fois. Peut-être on se voit demain soir à Onnance ou samedi soir à Martigny. Vielleicht sehen wir uns auch im Hotel Giesbach oder am Fantag. Das würde ich sehr freuen. Oder auch drüber raus. Ja. Hotshot Festival. Hotshot Festival. Sounds of Glarus, Lac Noir. Viele schöne Open Airs. Ja. Orpundart. Orpundart. Ganz viele Open Airs, Zeltfest, Bayern. Für die, ja, noch viel für die Agnes noch einmal die Übersetzung in Deutsch, gerade fort, das heißt immer geradeaus oder einfach nimm's vorne weg, eigentlich übersetzt. Genau. So ist es. So. Ja, wenn ihr auch sonst Fragen habt, si vous avez des questions, ihr könnt uns immer auch ans Office schreiben, das ist ganz... kein Problem, wollte ich sagen. Manchmal dauert es ein bisschen länger, wenn wir unterwegs sind, aber sonst gerne schreiben, auch wenn ihr Ideen habt oder so. Wir sind auch immer offen für eure Inspirationen. Oh, liebe Grüße ins Bündnerland. Ja, Bündnerland auch noch, in Gatschiefer. Ja, in Gatschiefer am 1. Juli. Genau. Also, Terminplan gibt es wie immer auf unserer Webseite. Geht dort reinschauen, das würde ich sehr freuen. Und in diesem Sinn sagen wir merci viel mal. Danke. Thank you. Bitte. Muchas gracias. Merci infiniment. Et on se voit bientôt. Wir sehen uns gleich wieder. Habt Sorge. Take care. And yeah, hasta luego. See you. Noch einmal. Oh,
unserem Superheld an der Technik. Bis bald. Und bis bald. Vielen Dank für alles. Take care. Bye bye. Thank you so much. Merci beaucoup. Danke vielmals.